So. Und damit herzlich willkommen zurück. Mittlerweile schon die zweite Woche für mich. Ja, Minecraft ist wieder dran. Und ich bin mal wieder genauso vorbereitet wie in der letzten Woche. Das heißt, absolut überhaupt nicht. So, jetzt mal kurz schauen, der Mond geht gerade unter, kann man sagen. Und die Sonne geht gleich auf. Und wir haben ein Pferd. Ey! Und ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich meine, da steht ein Pferd. Hallo? Egal. Wir brauchen dringend was zu essen. Ist mir gerade mal so aufgefallen. Und ja, was ich mir nochmal überlegt habe in der Kopie von dieser Welt, ist ganz einfach hier oben das hier Decke, ist nämlich ein Block insgesamt unter dem Untergrund. Ups, jetzt springe ich hier schon daneben. Unter dem Untergrund hier. Das heißt, wir können auch noch weiter da in die Richtung gehen. Und das habe ich auch vor zu machen noch in dieser Folge. Allerdings brauchen wir gleich auf jeden Fall erstmal was zu essen. Da jetzt allerdings noch so viele Monster hier sind, werde ich jetzt erstmal noch hier unten ein wenig, ja, Erde weghauen, Steine wegkloppen und... Ey! Ich glaub's nicht. Ich glaub es nicht. Naja. Gehen wir einfach mal ein Stück weiter hier. Ich weiß gar nicht, haben wir noch Holz? Nee, haben wir nicht. Das ist schlecht. Egal. Also erstmal habe ich mir so gedacht, zwei weiter, vielleicht später noch so ein, zwei Blöcke weiter zu gehen. Einfach, ja, ein schöner, kleiner Keller, Vorratsraum, was auch immer. So eine erste kleine Lagerstätte für die ganzen Sachen hier in unserem, ja, späteren Ferienhaus dann. Weil ich muss sagen, die Location hier so an sich, um hier was zu bauen, finde ich es richtig schön mit der Umgebung. Aber um halt dann hinterher wirklich so eine Art große Stadt oder sowas zu bauen, wird das dann doch noch relativ schwer. Ja, heute schaffe ich es nur wahrscheinlich diese eine Folge aufzunehmen. Also nicht wie letzte Woche beide direkt nacheinander. Aber ist ja nicht schlimm. So, ich denke mal, das sollte jetzt auch reichen, dass wir mal so ein bisschen hier rausgehen können. Uns heraustrauen können. Ich habe mir gedacht, wir gehen einfach mal der Sonne entgegen. Laufen wir zusammen in den Sonnenaufgang. Wobei, die Sonne ist schon ein bisschen sehr weit aufgegangen für einen Sonnenaufgang. Aber egal. Ich möchte keine Kaninchen töten. Das ist mir irgendwie zu... Ich weiß nicht. Das kann ich nicht. Hallo, kleiner Mann. Na, wie geht dir denn? Ja, ihr wisst schon, das, ich bringe das nicht übers Herz, sowas. Nein. Wieso sind hier denn noch andere Tiere? Wieso sind hier nur diese ganzen süßen Kaninchen oder Hasen oder als was auch immer das jetzt implementiert wurde? Ich habe da so ein bisschen nicht aufgepasst, leider. Ja, also bisher sehe ich hier so... Da sind Schafe. Das bringt uns aber auch herzlich wenig. Oder haben die mittlerweile auch schon Fleisch? Ich weiß das alles nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe zu lange nicht aufgepasst. Aber wir brauchen jetzt auf jeden Fall was zu essen. Ich habe jetzt auch noch keinen Weizen oder sowas angepflanzt. Das wäre sonst gut gewesen. Mal gucken, ob wir hier was zu essen rauskriegen. Ja. Ui. Raw Mutton. Gut. Eins nehmen wir uns noch mit. Dann gehe ich erstmal zurück und dann backen wir ein bisschen. Und, ja. Ich liebe das immer noch so mit diesem Shader. Wollte ich nur nochmal so anmerken. Ja, Thema für diese Folge. Es soll ja immer hier so ein bisschen auch mehr geredet werden. Ich dachte mir erstmal nochmal allgemein über das, was wir hier so machen. Und in der nächsten Folge dann wieder auch ein Thema, was so ein bisschen mehr noch... einen zum Nachdenken bringen soll, dann am Freitag, kurz vor Wochenende, kann man dann auch nochmal ein bisschen mehr nachdenken als an so einem Dienstag, wo die Folge rauskommt. Oh, ich weiß es sogar noch, das ist echt krass. Ja. Ja. Man merkt, wie super vorbereitet ich bin, was ich eigentlich sein wollte, aber dann hat es doch zeitlich nicht mehr so ganz hingehauen. So, hauen wir mal eine Kohle dafür rein. Ist ja gerade egal. Für 16 brauchen wir zwei Kohle gleich noch.
Machen wir das einfach mal so. Na, lassen wir das erstmal. Und schon mal was zu essen. Und ich werde nicht auf Peaceful stellen, das kann ich schon mal sagen. Ganz einfach aus dem Grund. Ja, das ist doof. Das geht total super auf. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich finde, nee, das macht es dann doch irgendwie so ein bisschen kaputt. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall noch mehr Tiere finden, die wir halt auch wirklich dann als Zucht, Schlachttiere, was auch immer nehmen können. So, du kriegst eins und du kriegst eins und jetzt machen wir bitte ein Kind. Habe ich noch ein Ei? Nee, habe ich nicht. Hatte ich? Ach, in der Kopie hatte ich das, glaube ich. Egal. Holen wir uns das mal eben. Vielleicht haben wir ja Glück. Jawoll! Es läuft doch bei uns. Und wieso ist hier ein Pferd? Das irritiert mich gerade so ein bisschen. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass die uns nicht abhauen können hier. Nein, 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 nein. Gut. Okay. Vielleicht hätten wir hier schon mal ein Tor oder so einbauen sollen. Oder nee, eine Tür zu unserem Haus ist, glaube ich, doof. Ja, also auf jeden Fall, wir machen uns auf die Suche nach Tieren. Ich gehe jetzt einfach mal in die Richtung. In der Kopie hatte ich da vorne schon mal geguckt, muss ich zugeben. In die Richtung bin ich noch gar nicht gegangen, also gehen wir in die Richtung. Ja, also ich muss zugeben, bisschen mehr vorbereitet wollte ich eigentlich sein. Das ist immer so das Problem. Ja, Schule hat jetzt gerade wieder angefangen. Ich meine, ich nehme das hier jetzt am ersten Schultag nach den Weihnachtsferien auf. Und ja, es ging eigentlich, also stressig war es jetzt noch nicht wirklich heute. Aber es ist einfach wieder dieser Alltag, in den man reinkommt. Wobei ich sagen muss, dass es heute Morgen doch schon eigentlich ganz schön war. Ich musste nicht ganz so früh zur Schule, erst um, ja, so kurz nach 9 mit dem Fahrrad fahren. Und es war ziemlich kalt. Wobei, kalt würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es war ziemlich frisch. Aber es war frisch, aber die Luft war einfach richtig schön. So zum Durchatmen mal. Richtig schön frische Morgenluft. Und ich denke mal, ihr kennt das selber. In den Ferien hat man das jetzt nicht so. Und das war wirklich schön, nach ja, 2 Wochen ungefähr. Oder ziemlich genau 2 Wochen, glaube ich sogar. Ja, mal wieder morgens wirklich diese frische Morgenluft abzukriegen. Das sieht geil aus. Ja. Und ja, das hat mich auch sehr gefreut. Irgendwie so auf dem Fahrrad. Und ich habe mir... Da ist ein Dschungel. Geil. Okay, dann gehen wir mal hin. Wobei da, glaube ich, nicht so oft Tiere sind, ne? Dann ist noch ein Schaf. Schafe. Also ist ganz schön, irgendwie dann doch in den Alltag auch mal wieder reinzukommen. Und ich finde, das ist so... Ja, man möchte aus dem Alltag natürlich auch mal raus, aber dann will man auch mal wieder rein, irgendwann, weil man braucht es halt doch wieder. Ich glaube, das ist so eine Sache, klar, Ferien sind schön, aber man braucht auch so einen geregelten Alltag, so ein geregeltes Leben, wo man wirklich weiß, was man seinen Tag lang tut und was einem das bringt, was man tut und wofür man das tut. Ich meine, habe ich jetzt hier mit den Let's Plays aufnehmen natürlich auch. Aber es ist halt, Schule bringt Bildung, bringt einen, ja, hoffentlich besseren Job. Oder hoffentlich überhaupt Job. Und da hat mein Ton gerade ein bisschen rumgespackt. Ich hoffe, das habt ihr nicht so mitgekriegt. Egal. Ja, auf jeden Fall, da weiß man wirklich, dass man es tut, weil man für seine Zukunft bereit sein will. Ich gehe mal zurück und wir machen uns mal so eine Mini-Farm für Weizen zumindest, dass wir schon mal Schafe und... Ja, Schafe anlocken können wenigstens. Schweine brauchen ja irgendwas. Karotten waren es, glaube ich. Och, mein Stuhl ist auch so ungemütlich, aber naja, ist ja nicht schlimm. Also ich glaube, es ist einfach so, dass der Mensch sich danach sehnt, einen geregelten Alltag zu haben. Und ich glaube einfach, alleine so 2 Wochen Ferien bringen ihn schon da raus. Ich meine, wenn man die Sommerferien nimmt, nach 6 Wochen hat man sich dann in den Sommerferien schon so eine Art Alltag gebildet. Was dann auch ganz cool ist und auch ganz erholsam ist, aber ich finde so, also ich persönlich finde das jetzt, dass man in so kurzen Ferien wie den Weihnachtsferien und gerade den Weihnachtsferien aufgrund der ganzen Feiertage und so, wirklich, das schaffen wir nicht, wirklich gar keinen irgendwie so einen halbwegs Ferienalltag reinkriegt, aua, sondern
ja, wirklich jeden Tag irgendwie anders erlebt. Anders aufstehen, andere Sachen machen, komplett anderer Ablauf. Ich meine, Heiligabend ganz lange auf sein, abends in die Kirche, wahrscheinlich morgens lange ausgeschlafen, dann am ersten Weihnachtstag war es bei mir so, früh morgens aufstehen, frühstücken, zweiter Weihnachtstag wieder länger schlafen, dafür abends wieder lange. Und das war dann immer so ein Hin und Her, auch allgemein an den Tagen, wenn man was unternommen hat, musste man dafür natürlich auch mal eher aufstehen, konnte allerdings auch immer länger schlafen. Mann, das war schade. Wartet mal, da haben wir jetzt achtmal Schweinefleisch, dann machen wir das so. Ja, und ich glaube, das ist einfach diese Sache, man kommt nicht in so einen halbwegs Alltag rein und darum sind die Ferien dann noch nicht ganz so erholsam, wie man sich das vielleicht gewünscht hat am Anfang. So, was wir vielleicht schon mal alles hätten eher machen sollen, ist hier so ein bisschen Bäume pflanzen. Das mache ich gerade noch mal. Aber ja. Zumindest ist es halt so. Ich glaube im Arbeits. Ach, da ist der. Okay. Ich glaube im Arbeitsleben und Schulalltag ist es halt ja was anderes als wenn man jetzt Ferienalltag ist oder. Ich glaube selbst wenn man jetzt hier so wie es einige gibt, professioneller YouTuber ist oder so, wird man vielleicht einen halbwegs geregelten Alltag haben, aber dann auch wieder nicht. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das ist schon eine geile Sache. Ich meine, man macht sein Hobby zum Beruf und so, aber das muss auch schon hart sein, dann sich da irgendwie so selbst einen Alltag immer wieder zusammenschrauben und irgendwie stimmt hier was mit dem. Licht, glaube ich nicht, ich weiß es nicht. Sieht zumindest auf der Aufnahme ziemlich dunkel aus. Naja, ich hoffe, das geht noch so. Ich meine, viel bringt die Fackel so jetzt auch nicht. Okay, ein bisschen. Vielleicht stelle ich mal ganz kurz die Brightness ein bisschen hoch. Stellen wir es mal auf so 55%. Okay, bringt jetzt, glaube ich, auch nicht viel, aber naja, vielleicht etwas. Und da ist auch schon unser Fleisch fertig. Das finde ich gut. Und wir sollten vielleicht mal eine Kiste. Wir haben kein Holz, außer das und das und das. Ist ja super. Naja, was soll man machen? Und ich frage mich immer noch. Ich bin immer noch irritiert mit dem Pferd da, weil das macht keinen Sinn. Aber okay. Wenn das Spiel es so möchte, dann möchte es das Spiel so. Das hier können wir auch alles getrost noch wegmachen. Also ich denke mal, wir werden erstmal so bleiben oder vielleicht noch. Wobei, Treppe. Ich glaube, also hier nach vorne wird das Haus eh nicht erweitert. Das wird, wenn dann nach hinten erweitert. Ich glaube, ich werde diese Wand schon mal mindestens eins zurücksetzen. Also diesen Raum eins größer machen. Sodass wir hier halt die Doppeltreppe haben. Nichtsdestotrotz wird dieser Raum, wo wir dann hier reinkommen, also das hier wird nochmal ein bisschen anders gemacht. Oder der Abgang nach hier. Ich hätte es gerne, glaube ich, so. Eins, zwei, zack, ein. Na, das passt nicht. 1, 2, 1, 1, 2 und 1, 2 und in der Mitte ein Schild. Das wird genau passen. Das könnte man sogar so machen. Das heißt, hier ist dann zu, beziehungsweise die Zweiertreppe, die dann hier endet. Und dann geht es halt da hinten noch irgendwo weiter. Aber das wäre so perfekt eigentlich gerade. Ja, dann könnte man das echt so lassen. Und wir können hier schon mal so ein bisschen in die Tiefe bauen. Jawohl, ich mache jetzt erstmal noch die Holzschaufel hier weg. Das muss auch mal sein. Ja. Also an sich, weil ich so schlecht vorbereitet bin gerade, nochmal so ein bisschen Infos, was wir so vorhaben. Also jetzt hier erstmal als erstes natürlich den Keller ausbauen. Allerdings auch oben, also überirdisch, das Haus so ein bisschen ausbauen, dass es schöner aussieht als nur so ein hingeklatschtes halbes Erdgeschoss ohne Dach, ohne alles. Ja, das ist erstmal so der Plan. Und dann natürlich halt schon mal so ein paar Bäume sammeln. Ich meine, da hinten ist der Dschungel, das ist gut zu wissen. Wir haben hier jetzt also Birchwood, wir haben Oakwood, wir haben Sprucewood, wir haben Junglewood. Also zumindest die klassischen Sachen haben wir schon mal abgedeckt. Das freut mich eigentlich sehr.
Das Haus, wie gesagt, würde ich gerne so mit Sprucewood erstmal im Erdgeschoss und vielleicht auch weiter oben weiter bauen. Hier unten möchte ich weiterhin Oakwood und so verwenden im Keller. Und es soll halt nicht so groß werden, so pompös, sondern wirklich nur so ein Zwei-Etagen-Haus. Ja, doch, Zwei-Etagen-Haus, wo man dann einfach sich ein schönes Wochenendhaus draus baut. So, und hier müssen wir nachbessern nochmal ein bisschen. Und bevor hier irgendwann nochmal irgendwelche Monster reinkommen oder so, weil hier geht die Treppe ja eh durch, machen wir hier schon mal zu. Bisschen Erde klatschen kann ja nie schaden. So. Ich lasse das alles hier erstmal so im Rohbau, damit wir es hauptsächlich soweit fertig haben. Und dann hinterher nicht noch so viel dran ändern müssen. Das war irgendwie ein bisschen dumm von mir, jetzt das hier jetzt so zuzubauen. Aber okay, was soll man machen? Ja. So und so, 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 so. Ich hoffe, das funktioniert, wenn wir die jetzt hier wegnehmen, dass hier nichts reinkommt. Und da haben wir noch eine Steinschaufel. Also auf jeden Fall, was wir dringend machen müssen in der nächsten Folge, wo ich mir dann auch wirklich noch ein vernünftiges Thema zu überlegen werde. Das hier schon mal als Versprechen, als großes. Ja, was wir da machen, Bäume anpflanzen auf jeden Fall, mehr als wir jetzt gerade schon gemacht haben. Dazu. Oh nein, ich höre. Ach nee, das war da oben irgendwo, wo Zombies sein müssen. Okay, alles gut. Ja, also schon mal ein paar mehr Bäume anpflanzen, als wir es jetzt gerade bisher haben. Wir werden jetzt, ach man, jetzt ist mein Kopf gerade so ein bisschen leer. Nochmal, Bäume anpflanzen, den Keller hier ein bisschen weitermachen, Holz holen und ganz wichtig schon mal dafür sorgen, dass wir auf jeden Fall irgendwie Tiere zusammenkriegen. Das heißt noch ein paar Schafe dazu, da können wir uns dann noch Teppiche und so bauen und das Haus hier ausbauen, heißt so ein bisschen Holz hacken und so gehen. Und dazu dann einfach ein bisschen labern. Ich weiß, wir haben wenig geschafft, diese Folge. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall ist die Frage, eigentlich würde ich ja hier gerne weiter runtergehen. Das heißt, das mache ich jetzt auch erstmal. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch so. Die setzen wir nochmal neu an die Wand. Mal schauen. Aber sieht soweit jetzt wieder gut aus. Lava frei. Also ich möchte hier dann wirklich runtergehen. Ja, das war so geplant natürlich. So, dass wir dann hier unten schon mal noch so ein bisschen mehr Eisen und anderen Rohstoffen wie Diamanten graben können. Weil das ist ja auch relativ wichtig schon am Anfang zu haben. Allerdings dann halt mit einer vernünftigen Treppe nach unten. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wir die Treppe hier so lassen. Halt so lassen. Wobei, da müssten wir die. Ne, dann ziehen wir das Haus hier noch eins raus. Da können wir hier eine Wand reinziehen. Haben dann hier einen Raum, der wirklich einmal so um die Treppe rumgeht. Der schön groß ist, wo wir so ein bisschen hier Truhen haben und auf der anderen Seite von der Treppe Truhen haben. Könnte man hier das hier auch als Durchgang noch machen. Wobei, das wäre ein bisschen. Ja, doch, wenn hier die Stufen runtergehen, können wir hier echt noch einen Durchgang machen. Das wäre ganz cool. Und dann haben wir hier die Treppe, die halt wirklich bis nach ganz unten durchgeht. Unser Wochenendhaus mit eigener Mine oder so unten dran. Na, die Folge etwas kürzer als die letzten. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn es jetzt etwas schlechter vorbereitet war. Nächstes Mal wieder mit einem, ja, etwas weiter ausgeführten Thema. Ja. Und dann würde ich sagen, auf Wiedersehen. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Falls ihr noch mehr sehen wollt, abonnieren könnt ihr auch gerne. Und wenn halt nicht, dann nicht. Dann, wenn es euch überhaupt nicht gefallen hat, gebt ruhig einen Daumen nach unten. Dann weiß ich es wenigstens auch. Und schreibt gerne in die Kommentare, was ihr so, ja, hierzu zu sagen habt. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Also bis Freitag hoffentlich. Tschüss.